Pierre Lang, ein Name voller Eleganz und Glamour, der dann genannt wird, wenn von exklusivem Modeschmuck in Echtschmuckqualität die Rede ist. Doch wer ist Pierre Lang? Hinter der Marke Pierre Lang steht ein Unternehmen mit Stammsitz in Wien, das seit vielen Jahrzehnten erfolgreich hochwertigen Designerschmuck herstellt und vertreibt. Mit beachtlichen 5 Millionen produzierten Schmuckstücken pro Jahr sowie eigenen Designateliers und Produktionsstätten in Europa zählt Pierre Lang zu den weltweit bedeutendsten Schmuckherstellern. Wer sich für Pierre Lang Designerschmuck entscheidet, erwirbt ein hochwertiges europäisches Qualitätsprodukt mit außergewöhnlichen Eigenschaften. Pierre Lang Schmuck entsteht zu 80% in Handarbeit. Alle Schmuckstücke sind hochwertig rodiniert oder vergoldet. Außerdem ist jedes Stück zu 100% nickelallergenfrei. Das bedeutet, auch Schmuckfans mit Nickelallergie können Pierre Lang Schmuck bedenkenlos tragen. Was den Schmuck so kostbar macht und was man als Laie auf den ersten Blick nicht erahnen kann, sind die vielen aufwendigen Arbeitsschritte, die in einem Pierre Lang Schmuckstück stecken. Höchste Qualität beginnt mit der Idee. Tag für Tag bringt das Pierre Lang Design Team dutzende kreative Schmuckideen zu Papier. Jede Saison entstehen mehrere tausend Skizzen. Aus dieser Vielfalt von Entwürfen werden die schönsten Stücke ausgewählt, um in Produktion zu gehen. Der nächste Schritt ist die Anfertigung eines detailgetreuen Modells. In der Goldschmiede werden aus sorgfältigen Reinzeichnungen anfassbare Originale. Das Originalschmuckstück der Goldschmiede ist Ausgangspunkt für die Anfertigung der Gussformen. Der Hartguss ist ein zweifaches Gussverfahren. Zuerst wird eine Negativform aus Silikonkautschuk gefertigt. Darin entstehen exakte Kopien des Originalmodells aus Wachs. Die Wachsmodelle werden nun zu einem Bäumchen zusammengesetzt und dienen als Modell für die Fertigung einer zweiten Negativform aus Gips. Im Ofen schmilzt das Wachs und fließt aus der Form heraus. In der Negativform aus Gips werden dann die eigentlichen Rohschmuckstücke gegossen. So verwandelt sich das Wachsbäumchen in ein Metallbäumchen. Dann werden die Rohschmuckstücke vom Bäumchen abgetrennt, an einem Rahmen aufgefädelt und erhalten in der hauseigenen und zugleich modernsten Galvanikanlage Europas in verschiedenen Bädern ihre hochwertige Gold- und Rhodiumbeschichtung. Im letzten Arbeitsschritt erhält das Schmuckstück sein endgültiges Aussehen. Beim Setzen der Steine sowie beim Emaillieren und Montieren einzelner Teile sind unzählige geschickte Hände im Spiel. Vor dem Verpacken wird jedes Schmuckstück noch einmal einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Und hier ist es nun, das glänzende Ergebnis eines aufwendigen Fertigungsprozesses. Seine wahre Vollendung erfährt ein Schmuckstück aber erst durch die Frau, die es trägt. Pierre Lang bringt einfach jede Frau zum Strahlen.